Und es steht uns die nächste Hitzewoche bevor. Nachdem ja in den letzten Tagen vor allem im Westen Österreichs noch Ausläufer eines Tiefdruckgebiets für recht erträgliche Temperaturen gesorgt haben, kommen jetzt auch die Ausläufer, und zwar eines subtropischen Hochgebiets, zu uns. Die sorgen schon seit Tagen dafür, dass es im Süden Europas Extremwerte gibt. Und jetzt wird es auch wieder bei uns relativ extrem. Am Montag, da geht es noch in der Früh mit 8 bis 12 Grad, sogar ein bisschen frisch, aber die Tageshöchstwerte, die gehen schon ordentlich nach oben. Heute rechnen wir mit Tageshöchsttemperaturen um die 33 Grad. Morgen am Dienstag, auch da wird es ähnlich wie heute kaum Wolken geben, vielleicht nur ein paar dünne Schleierwolken, und die Temperaturen steigen schon wieder auf 35 Grad. Ja, und das vorläufige, ja, der Höhepunkt dieser Woche, hitzetechnisch gesagt, ist dann voraussichtlich der Mittwoch mit bis zu 37 Grad. Wobei, da sieht es dann ein bisschen anders aus. Bei den hohen Werten können sich vor allem im Bergland doch einige Wolken bilden, und bis zum Abend hin kann es auch im Osten Österreichs den einen oder anderen Regenschauer geben. Wie ergiebig die werden, das steht aktuell allerdings noch nicht fest. Aber auch danach gibt es keine wirkliche Abkühlung. Am Donnerstag noch einmal um die 35, 34, 35 Grad. Da sind dann allerdings auch schon ein paar Wolken dabei. Und am Freitag noch mal fast so heiß wie am Mittwoch mit bis zu 36 Grad.